Wir sind zurück im Bus und haben den ersten Arbeitsschritt gemacht. Und zwar, der Boden ist raus. Was gestern hier noch so ein grünes Gummilaminat war, was es auch immer genau für ein Material war, keine Ahnung. Das ist jetzt raus. Wir sehen dementsprechend jetzt den Boden von dem Bus. Das sieht oberflächlich so aus, als wäre es komplett durchgerostet. Tatsächlich ist es aber nicht so, weil es sind wirklich nur Oberflächengeschichten bis an einer Stelle, nämlich hier. Da mag es ein wenig gebrochen sein, was dazu führt, dass man gegebenenfalls eine neue Bodenplatte reinlegen muss. Die nächsten Arbeitsschritte sind jetzt, dass es jetzt einmal abgeschmiegelt werden muss, um dann wirklich die Substanz zu erkennen, was sich darunter jetzt noch befindet. Dann wird das beigearbeitet, nochmal versiegelt und dann haben wir dann halt auch einen Boden, der rostfrei ist und auch dementsprechend tragfähig, weil ihr könnt euch vorstellen, allein durch die Schallplatten gibt es ja hier einiges an Gewicht, was aufgefangen werden muss und da ist der Unterboden schon ziemlich wichtig. Ja, dafür werden wir wahrscheinlich 3-4 Tage brauchen, bis das alles soweit ist und dann wird der nächste Schritt sein, dass wir den Boden verlegen. Aber das dauert halt, wie gesagt, noch ein paar Tage und das seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video. Bis dahin.